I see fighter. That's you. Aber jetzt Freikmöglichkeit gegen Ivanišević. Die Herren kennen Sie. Dr. Axel Meyer-Wölden, links gedanklicher und auch organisatorischer Vater dieser Veranstaltung und Dauergast Placido Domingo. Ivanišević wehrt ihn ab. Den Breakball. Spiel, Ivanišević. Erstes Spiel im zweiten Satz. Einfach nichts zu machen für Kafelnikov bei Aufschlag Ivanišević. Der geht auch im zweiten mit 1:0 in Führung. Momentan, das gilt für den ersten Satz, auch für den Anfang des zweiten, dem Gegner noch nicht mehr den kleinen Finger an. Sehr konzentriert, sehr konsequent und auch wenn es mal brennt, immer Herr der Situation. 7:6, 1:0 Aufschlag Kafelnikov. Viel zu passiv wieder. Der junge Russe erwartet auf die Fehler von Ivanišević und die kommen momentan einfach nicht. Einer seiner Lieblingsbälle, diese Vorhand, von oben nach unten geschlagen. 0:30. Und jetzt 0:40. Drei Breakchancen für Ivanišević. Da ist es passiert, halbherzig macht er da einen Schritt ins Feld hinein, ein bisschen zu spät, gibt seinen Aufschlag zu Null ab. Er geht dem jungen Russen vielleicht auf der Zielgeraden das Benzin aus. Er hat viel gespielt in diesem Jahr, wieder einmal 105 Einzel, dazu seine ganzen Auftritte im Doppel, zuletzt ja noch im Davis Cup im Einsatz. Gut vorstellbar, dass er etwas tennismüde ist. Und in dieser Bilanz, da wird er nicht mehr aufschließen. Zug Ivanišević. 15 beide. 15.
15:30, 15:30. Aber er darf sich natürlich nicht ausruhen auf seinen Lorbeeren. Goran Ivanišević, etwas unkonzentriert, postwendend, die Breakmöglichkeiten für Kafelnikov, aber nicht zum ersten Mal in solch einer Situation in diesem Match. Ein schlagendes Argument von Ivanišević gegen das Break. Mit einem Doppelfehler verspielt er den gerade gewonnenen Vorteil wieder. Alles wieder in der Reihe. 2-1 Ivanišević. Ein Geschenk von Goran Ivanišević, dieses gerade gesehene Rebreak. Damit Kafelnikov wieder drin in diesem zweiten Satz. 15-0. Ivanišević urplötzlich etwas von der Rolle, aber wie oft haben wir das bei ihm erlebt? Ein einziger dummer Fehler kann ihn völlig aus dem Konzept bringen. Beim Return geht momentan gar nichts. Darauf konzentriert er sich überhaupt nicht mehr, lässt diesen Aufschlag. Verweis außen. 2-2. Und ich denke, das hat sich bis zu Jewgeni Kafelnikov rumgesprochen, dass Ivanišević in solchen Situationen extrem anfällig, extrem angreifbar ist. Er muss jetzt nur den Ball im Spiel halten. Und er tut das sehr geschickt. Wann wird dieser junge Mann endlich seinen Kopf in den Griff bekommen? Es war irgendwie absehbar, man sieht ihm das förmlich an. Es kocht in ihm. Wieder alles oder nichts gespielt bei diesem zweiten Aufschlag, aber das kann auf Dauer natürlich nicht gut gehen. Immer noch zwei Breakchancen für Kafelnikov. Möglichkeit wert ab und vielleicht lässt er sich ja ein bisschen aufbauen von dieser gelungenen Aktion. Kommt sich wieder unter Kontrolle. Einstand. Nach 0:40 Einstand.
weiß, was er da gerade für Chancen vergeben hat. Am ersten war er noch dran, er ist 1,94 lang, Goran Ivanišević, aber dann eine Einladung zum Passierball. Das lässt er sich nicht nehmen, der junge Russe. Breakchance Nummer 4. Einstein. Bleibt einfach stehen, das hätte er sehen müssen. Ich bin Kafelnikow, dass sich da Ivanišević auf der Longline-Seite aufbaut. Gross wäre der richtige Ball gewesen. Spiel. Er biegt dann tatsächlich doch noch um dieses Auftragsspiel. 0:40 und noch ein weiterer Breakball. Aber bleibt russisch Roulette auf Kroatisch. Aber es ging gut. Hat sein Aufschlagspiel durchgebracht. 3-2 seine Führung im zweiten Satz. 15-0. 15-0. Aber auch Kafelnikow lässt da nichts anbrennen und zu Beginn des zweiten Satzes hatte er einen kleinen Durchhänger, aus dem hat ihm Ivanišević wieder herausgeholfen. Er ist wieder voll im Match. Der Ausruf des Linienrichters, die Korrektur von Mike Morrissey. Der Punkt geht an Ivanišević. Trotz des Ausrufs, aber da hatte Kafelnikow überhaupt keine Chance, an den Ball zu kommen. Und so sind die Regeln, wenn das der Fall ist, geht der Punkt an den Aufschläger. Die Netzkante hat es verdient, sehr, sehr glücklich. Überlegt sich's lang, dieser Ball. Hier dann doch auf die andere Seite fällt. Spiel, Ivanišević.
Ivanišević mit Ass Nummer 20 in diesem Spiel zur 4:3 Führung im zweiten. Eine Karriere hier bei Ifitos München gemeldet in der zweiten Mannschaft. Hat das eine oder andere Mal mit Niki Bilic hier trainiert. Und das ist gefährlich, was er da macht. Aber er macht den Punkt. Und das schaut er sich jetzt selbst noch mal oben auf der Großleinwand an. Schauen Sie, wie er da rutscht. Da läuft es einem kalt den Rücken runter. Noch dazu, wenn man sich an die Bilder der US Open erinnert, als er sich ja bei einer ganz ähnlichen Aktion die Bänder dehnte, aufgeben musste. Wieder der Blick nach oben. Diesmal kommt sie nicht. Wäre der richtige Ball gewesen hier. Longline, früh genommen. Feld war offen. Eine Netzattacke wider Willen. Auch halbherzig abgeschlossen. Sauber getroffen und trotzdem wäre es beinahe gut gegangen. Sehr riskant gespielt von Kafelnikov. Ist ja voll mit dem zweiten Aufschlag und jetzt ein paar Plastikplättchen zwischen die Seiten, die ganz offensichtlich droht zu reißen. Bei Pizempris sehen wir das sehr, sehr häufig. 20. Und da gibt es prompt eine Verwarnung wegen Zeitüberschreitung von Mike Morrissey, die zunächst allerdings ohne weitere Folgen bleibt. Vorteil für den jungen Russen. Spielball zum 4:4. Er hat noch keinen Passierball vorbeigebracht an Jewgeni Kafelnikov, Goran Ivanišević. Das eine der Schwächen in seinem Spiel, der Rückhand-Passierball. Kafelnikov hat daraus allerdings bislang noch zu wenig gemacht. Aber der Weltranglisten-Sechste hält sein Aufschlagspiel. Da waren wir ja drin für Ivanišević in diesem achten Spiel des zweiten Satzes. Hey!
No consent. Love fitting. Consent by day. 15. Erstmal in Sicherheit bringen, dann ausrufen, so die Devise des Linienrichters. Oh, 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 viel, viel Glück dabei jetzt. Sehen wir das nochmal. Beinahe wäre er zu spät am Ball gewesen, aber hat ihn auch nicht ganz sauber getroffen, aber im Ergebnis sehr optimal gelöst. Ja, und das sehen wir auch nicht zum ersten Mal, wenn man Goran Ivanišević über einen längeren Zeitraum verfolgt, immer mal wieder solche Aussetzer beim Schmetterball. Es ist nicht einfach hier zu schmettern. Schaut hinauf unter das Hallendach, wo die ganzen Scheinwerfer, die Fahnen, das Stahlgestänge. Er weiß, dass er da Glück hatte. 40-30. 40-30. Tschüss. 22 Asse bei jetzt 6 Doppelfehlern. Immer wieder. Ich glaube, das war mittlerweile Passierball Nummer 10 von Kafelnikow mit Erfolg abgeschlossen. Immer wieder Cross, immer wieder von der Rückhand, Breakmöglichkeit. Der Ball ist im Aus und vielleicht das vorentscheidende Break im zweiten Satz. 5-4 Kafelnikow. Es sah zwischenzeitlich in diesem Match ausgesprochen düster für ihn aus. Satz verloren, 0-2 im zweiten. Aber das zeichnet den jungen Russen Kafelnikow schon heute aus, dass er mit solchen Situationen umgehen kann, die Geduld bewahrt. Er führt im zweiten jetzt mit 5-4 und kann sich diesen zweiten Satz mit eigenem Aufschlag holen. Fünfzehn dreißig, 15:30.
erreicht sie beide. Wieder der Versuch, bei dieser Vorhand alles oder nichts zu spielen. Einmal ging diese Methode schon gut in diesem zweiten Satz. 1:0:40 in der Anfangsphase bei eigenem Aufschlag. Wieder reißt dem Kroaten zuerst der Geduldsfaden. 40-30. Ob es hilft? Satzball. Kafelnikow. Also stürmisch war diese Anfeuerung nicht von Freundin Mascha für Evgeny Kafelnikow. Zu stürmisch dagegen diese Rückhand. Betretenes Schweigen in der Box von Goran Ivanišević. Satzball Nummer 2 für Kafelnikow. Und da ist es passiert. Also auch das zweite Halbfinale am heutigen Tag geht mindestens über 4 Sätze. 7:6 der erste an Ivanišević. 6:4 der zweite an Kafelnikow. Danke. Auch damit musste man so rechnen, weit mehr Fehler von Ivanišević. Ein Doppelfehler hinterher. Breakmöglichkeiten für Kafelnikow gleich im ersten Spiel. Eine psychologisch sehr, sehr wichtige Situation. Und da ist es tatsächlich passiert. Fast typisch für Ivanišević, möchte ich sagen. Wie oft haben wir das gesehen? Er kann den Verlust des zweiten Satzes nicht schnell genug abhaken. Verliert prompt das erste Aufschlagspiel im dritten. Goran Ivanišević kommt momentan seinem Ruf, der unberechenbarste auf der Tour zu sein, wieder entgegen, wird diesem Ruf gerecht.
einen langen Zeitraum sehr konzentriert. Es sah gut aus für ihn, Satz und Break. Ein paar dumme Fehler und vorbei war es mit der Ruhe. Und er muss jetzt aufpassen, dass er nicht entscheidend ins Hintertreffen gerät. Er variiert sehr schön, Jewgeni Kostelnikow. Tempo, Richtung und Schnitt. Ass mit dem zweiten. Zur 2:0 Führung im dritten. Signal 14.